Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Bomb Gabriel am Start. Und zwar mit dem Pack-Opening von Light of Destruction. Wir haben den letzten Part wieder gewonnen. Das heißt, wir dürfen nochmal 3 Packs von Phantom Darkness aufmachen. Und ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich hoffe auf den Vampir. Ich hoffe auf den Vampir. Ansonsten ist mir eigentlich so ziemlich alles egal. Ich könnte hier einen Daddy ziehen. Scheißegal. Ich würde einfach gerne den Vampir haben. Deswegen, ohne bloß rumzureden, öffnen wir mal... So, okay, ich habe vergessen, die Anmod wieder zu machen, aber ist ja egal. So, wir haben das erste Pack von Light of Destruction gerade aufgemacht. Ist jetzt nicht das Heftigste. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir wollen auf jeden Fall den Light Sworn Dude. Magical Exemplar ist nicht bad für Punkte-Decks, aber gut ist was anderes. Gut ist definitiv was anderes. Come on! What the fish, man? Ey, Mann! Okay. Na. Das ist. Irgendwer will mich hier gerade verarschen, und zwar ordentlich. Ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendwie will mich. Ach, come on jetzt! Wir kriegen nichts! Wenn wir jetzt noch einen Judgment Dragon ziehen. Okay, unsere erste Lumina. Danke. Danke wirklich. Dankeschön. Wir kriegen die besten Karten in den letzten 4 Packs. Vielleicht hätten wir bei dem Anfang auch was Gutes ziehen können. Ach, schön. Ah, oh, Mann, ey. Ach, komm mal. Ja. Also, gar keine Frage, wir werden zwei Lailas spielen, wir werden die Lumina spielen und wir werden die drei Janes spielen. Also, auf alle Fälle, vor allem mit dem Treeborn Frog hat das Synergie, von dem her ist es gar nicht mal so kacke, vor allem das mit Laila nicht. Und vor allem, wenn wir No Entry haben. Aber wird das genug sein, um gegen Barry anzukommen mit seinem Daddy? Ich meine, wir haben auch theoretisch Limit Reverse, aber das ist auch nicht so nice. Kritisch, Leute. Kritisch. Ich sag, wie es ist. Das ist sehr, sehr kritisch. Ich meine, wir könnten damit Lumina reburn. Ah. Vielleicht mit dem Drachen noch irgendwas machen. Ich würde gerne Light Sworn spielen, aber uns fehlen, glaube ich, die Powerkarten, um das wirklich zu tun, was ein bisschen schade ist. Ja, wir werden sehen. Alles klar, das war's mit dem Opening. Wir sehen uns dann gleich im Duell. Hey Leute, und willkommen zum Light of Destruction Pack Opening auf Bellys Kanal. Wir haben letzte Folge wieder verloren. Schon wieder, obwohl wir den Daddy gezogen haben. Unlucky. Nee, das Deck ist einfach noch nicht konstant genug. Könnte dann zu Blackwing-Ära ganz cool werden. Geile Karten sind es dennoch. Und auch, alles noch drin. Deswegen gucken wir mal Light of Destruction. Für uns nicht so viele interessante Karten, außer wir werden jetzt mit Lights von Karten zu bombardiert. Wir gehen einfach mal rein und schauen. So, Pack 1. Pokal des Asses. Absolute... Ja... Da gehst ganz schnell Minus. Gefährlich. Hier dann auch mehrere Arkane-Machtkarten und Limit Reverse. Ich glaube, das war eine Call of the Hound mit 1000 oder weniger. Ja, die könnte zu Synchro tatsächlich interessant werden. Kann man noch im Hinterkopf behalten. Level Tuning, okay. Raging Claudian, ja, das sieht alles sehr, 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 sehr nett aus. Hero Blast, das wäre für Belly vielleicht noch interessant, wenn er irgendwie nochmal für Fusions geht. Noch ein Ribbon of Rebirth. Überlege ich mir einmal zu spielen. Ist keine schlechte Karte, actually. Und das war's auch mit dem Opening. Wirklich gar nichts Erwähnenswertes. Daher, wird das Deck wahrscheinlich sich auch nicht wirklich viel ändern. Und wir versuchen das erneut. Bis gleich im Duell. Sind wir beim Duell? Was? Wir sind nicht beim Duell? Wir sind nicht bei. Okay. Wenn ich es noch spiele, habe ich gehört. Was? Wer spielt? Was willst du spielen? Willst du mit mir spielen? Nee, da verliere ich ja schon wieder. Okay. Booster Daddy! Ja.
Ah, komm, die Mindgames, komm. Hm? Schmutz. Ich call Hex. Ich hab dich einfach. Ja. Okay, ich verstehe. Ja. Stand by, man. Oh, es fängt schon wieder so an. Mhm. Mhm. Ja, ja. Schöner Tag heute, ne? I guess. Wieso greifst du denn nicht an? Was ist... Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum du nicht angreifst. Das finde ich jetzt schon ein bisschen sass, was du hier machst. Da hat in letzter Zeit jemand zu viel Among Us gespielt. Was ist denn da... What? Hey, komm. Normal Summon Snipe Hunter? Nee. Okay. Deiner. Okay. Normal Summon. Mhm. Battleface. Mhm. Attack. Mhm. Habe ich mir leider schon gedacht, dass die Ausgeburt da liegt. Dann Alter! Standby Main. So gut ist, er kann gerade nicht kommen. Die Survivor. Der leider schon. Ist okay? Mhm. Battleface Attack. Deine Lieblingstrap. Death? Deiner. Okay. Stand by Main. To attack. Mhm. Battleface Attack. Karma Cut. Discard. Ihn hier. Banish. Dark Illusion. Ist okay. Dann weiter in Angriff. Jo. Invest 2, Kados, Set, Turn, Endo. Okay. Drew. Stand ja. By Main. Ja. Kados, Seto, Turn, Endo. Boah, finde ich aber nicht nett. Tja. Okay, ich verstehe. Du willst halt schon wieder Spiel hinspielen, okay. Ja. To Grave, Effekt. Ja. Ich nehme beide nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Lailai und ja, du halt. Kommst zu Bottom of the Deck. Okay, okay. Ja, dann machen wir. Okay. Throw, Standby, Main. Ja. Normal Summon Lailai. Ja. Battleface, Attack. Das ist fein. Okay. Deiner. Okay. Das war jetzt gerade so ein richtiger You-Say-Move. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Monster ziehe, ist recht hoch. Ja, to Grave. Deiner. Standby Main. Normal Summon. Let me think about it. Force Back. Okay. Dann deiner. Okay. Stand by Main. Set. Battle. Jo, ich nehme dir 1-8. Und wer hätte es gedacht? Halleluja. Damage Condenser. Ich discarde Oka. Und Special Summon. Laila. Okay, dann schmeiß ich dir den noch auf deinen Frosch. Ist okay. Und dann ist auch deiner schon.
Banish. Okay, Stand by Main? Ja. Effekt Lila, pop die. Ist okay. Habe ich vergessen rauszupacken. Tribute Lila. Ja. Normal Riser. Ja. Effekt Stack die. Ja. Battle Phase. Attack. Okay. Deiner. Stand by Main. Set Deiner. Okay. Stand by Main. Normal Summon Snipe Hunter. Mhm. Effekt auf die. Okay. Für Kost abwerfen. In hier? Ja. Okay. Okay. Und Battle Phase. Attack. Okay. Oh, was macht denn der? Den. Basically spiele ich ihn nur, weil er ein Dark ist. Ah, okay. Hier ist noch 1,5 Damage. Okay. Mein 2 Set deiner. Okay. Stand by Main. Und wenigstens hast du noch keine 3 Darks. Obwohl doch, nee, du hast mehr als 3 Darks. Das ist richtig. Das heißt, der die wäre mittlerweile egal. Ja, das ist true. Stand by Main. Ja. Pitch, Target. Chain. Aber mattert nicht. Ja, dann bewege ich sie einfach wieder in Attack. Und dann kriegst du 3-9. Das ist fein. Deiner. Und das ist 1-1 für dich. Oh Gott. Ey, dass es trotzdem noch so ein Butt Clench ist. Ja. Bei einer Karte bin ich mir immer noch unsicher, ob ich die im Deck spielen soll oder nicht. Oh, ich hasse es. Ich hasse alles. Ja, das Matchup hat sich halt nicht wirklich viel verändert zur letzten Folge. Nee, ja, also minimal. Absolut minimal. Okay. Okay, dann fang an. Beim Main. Jo. Deiner. Interesting. Stand by Main. Set. Set. Ich hasse es. Spiel, danke. Trend. Was könnte das nur sein? Set. Set. Eieieiei, wie viel Background. Dann weißt du wenigstens nicht, wer hier ist. Bei Main. Special ja. Summon. Ja. Battle Phase Attack. Das ist okay. Oh, der hat 21 Hund. Oh. Oh. Mhm. Der Effekt ist auch nicht schlecht. Das ist richtig. Das ist richtig. Karma Cut funktioniert da halt nicht. Deiner. So, Stand by Main. Okay, das ist interesting. Aber Drop für ihn. Und, ja. Und rufe Reiser. Mhm. Effekt verdeckte. Okay. Dann Battle. Jo, nehme ich die 300. Main Phase 2, Set Deiner. Okay,
Draw. Ja. Set one und deiner. Noch keine Monster nachgezogen, das ist interesting. Okay, Main Phase. Normal Summon Snipe Hunter. Snipe Hunter Effekt. Mhm. Ist okay. So. Okay. Ich hab mir gedacht, dass dies ist. Ja, und für 3-9. 3-9. Deiner. Ich stand bei Main. Ja. Set 1. Deiner. Okay. Ist cocky, ich aktiviere nochmal den Effekt. Mhm. Ja, wenn das durchgeht. Jo. Ist deiner. Das geil. Ja. Oh, das war eine Hand. Das war eine Hand, mein Lieber. Da bin ich gespannt, was du da hattest. Oh. Das kann ja nicht allzu gut gewesen sein. Nee, war sie auch nicht. War sie auch definitiv nicht. Ich rieche irgendwie Frostosaurier oder so ein Scheiß. Ja, ja, war sie. War's. Ah, okay. Boah, ist auch mies unangenehm. Okay. Set, deiner. Das Blatt ist auch mies unangenehm. Sorry, ich musste ganz kurz weg. Es gab einen kleinen Insektennotfall hier. Ich verstehe. Verstehst du? Das ist eine Set, okay. Ha. Stand by Main. Ja. Normal Summon DD Survivor. Ja. Battle Phase, Tech. Muss ich leider machen. Okay, to death. Main 2. Ja. Set und deiner. Okay. Boah, das ist actually jetzt gerade eine schwere Entscheidung. Boah. Jetzt bin ich gespannt, was du da hast. Boah, mies unangenehm. Wenn du jetzt Reiser tributest und dann die Entscheidung hast, wen du stackst, ne? Ich hab grad wirklich so viel Amount of Plays, es ist nicht mehr witzig. Es ist. Oh Gott. Oh Gott. No. Das gefällt mir nicht. I don't like this. Verständlich. Flip sammeln. Okay. Boah, mies unangenehm. Effekt. Mhm. Auf die Backrow. Okay. Was ist das denn? Ah, Evil. Evil Hero Malicious Edge. Ja, ist halt ein 2-6er, okay. Auch nur mit einem Tribut. Dann Set. Mhm. Battle. Okay, geht auch to Grave. Dann deiner. True, stand by Main. Ja. Set deiner. Interesting. Wirklich interesting. Okay, stand by Main. Opfere ihn für, wie du schon richtig erraten hast, Reiser. Auf Stack. Jo. Und dann wieder deine 3-9. Jo. Deiner. Stand by Main. Normal Lilai? Ja. Battle? Ja. Attack? Trugbildröhre, verlierst du 1000. Okay. Ich trotzdem die 800. Und die Death. Deiner? Ja. Okay. Okay. Normal Sum. Mhm. Sir in Lilai und Rise direkt. 2-4. Deiner. Stand by Main. Set 1.
Normal Summon Deiner. Verstehe. Boah. Set Deiner. Okay. Standby Main. Set Battle Phase Crash. Rising Energy. Das ist actually deins. Crazy. Was hattest du verdeckt? Angst an Jagen, das Gebrüll. Ah, okay. Also es hätte nicht mal gemattert, wenn ich mich getraut hätte. Okay. Was war jetzt die Hand? Weil es war offensichtlich ein Brick. Es war hier. Verstehe. Hier. Und hier. Okay, was hast du gesettet gerade? Baumfrosch. Ah. Es passiert halt, wenn du keinen Baumfrosch ziehst oder halt ihn nicht discarden kannst, passiert das halt. Ist unlucky, so mit so vielen Discards, aber meine Güte, was willst du machen? Dein Deck geht ja wirklich für diese Strategie, das muss man ja an der Stelle sagen. Ja. Ja, okay. Hat sich was außer den Lilas und den anderen beiden Lightswans was verändert, oder? Also ich habe halt 3 Janes drin. Okay. 2 Lilas. Ich habe eine coole Combo. Wenn ich einen Lightswan im Grave hab, kann ich sie nehmen. Huch. Kann dann basically einen beliebigen Lightswan Special summonen. Hm. Noch ein Discard. Und hab dann 2 Lights auf dem Feld und kann dann ihn specialen. Das ist eine in nice Combo. War der denn drin? War der auch in dem Set? Das ist die Secret, die ich gezogen habe. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, dämmert es. Ja, ich habe von den neuen Karten tatsächlich nicht wirklich was reingetan. Ich habe halt Tuckbildröhre statt dem Horn reingetan und das war's. Ja. Ja. Ich meine, 1000 Damage in dem Format ist halt not bad. Und ja. Ja. Fliegen, aber es ist aber auch wirklich immer knapp. Also, not gonna lie. Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben ja letztes Mal gesagt, du hast ungefähr 30% Winrate wahrscheinlich. Ja. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann passiert, dass die 30% halt mal eintreten in einem Part. Ja, richtig. Ja. Nächste Woche geht's dann mit dem letzten Charakterduell in GX und dann sind wir auch schon in 5Ds angelangt. Ich bin, was das angeht, auf jeden Fall gehypt. Huch. Kann's gar nicht erwarten. Da habe ich gerade aus Versehen verdrückt und einen anderen Tab geöffnet. Da also sieht man wohl ganz kurz Blackscreen. Oder man sieht, was Lucario dann macht. Crazy. Okay. Ja, aber das war's auch mit dem Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir, wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns wieder auf Barrys Kanal. Und ja, dann gibt's Cock, ne? Also. Na, wäre nicht so geil, aber wahrscheinlich schon. Also für einen von uns auf jeden Fall. Ja. Was der andere macht, ist dann ihm überlassen. Okay. Oh Gott. Ey, du weißt gar nicht, wie mich das nervt, wenn ihr die ganze Zeit an meinem Ohr so wie. Also ich kann dann legitim nicht schlafen und schmeiß mir mal die Decke über den Kopf, aber. Das ist dann eine andere Sache, Leute, nächste Woche. Wahrscheinlich Jaden gegen Esther. Macht's gut und ciao. Tschüss.